Hallo, ich bin Gabi vom TuS Hiltrup von den Fit Kids und ja, ich möchte auf diesem Weg möchte ich euch so ein kleines bisschen mal fit machen im Homeschooling und manchmal sind es die leisen Sachen, die dich dann wieder besser zum Schreibtisch zurückbringen. Heute habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr eure Hausaufgaben besser lösen könnt. Und ja, wenn ihr ganz schnell fertig seid, seid ihr dann auch ganz schnell wieder mit anderen Dingen beschäftigt und könnt vielleicht dann noch mal ein bisschen besser spielen oder mit Freunden telefonieren. Als erstes nehmt ihr euch bitte einmal eine große, große Flasche Wasser und die stellt ihr bitte an eurem Schreibtisch, wenn ihr Homeschooling macht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in der Zeit ganz, ganz viel trinkt. Und Wasser braucht unser Körper einfach, um unsere Energie anzuregen. Und ja, Säfte sind jetzt nicht so gut, aber ob es jetzt ein Wasser mit Blubber ist oder ob es ein stilles Wasser ist, das ist egal, so wie du das magst. Ja. Zwischendurch trink ganz viel. Gut wäre es, wenn du eine Flasche vielleicht während der Hausaufgaben oder während des Homeschooling trinken würdest. Und dann kannst du dir ja auch noch einmal was Gesundes zwischendurch hinlegen. Einen Apfel oder eine Birne oder irgendwas Leckeres an Obst. Auch das gibt dir nochmal so einen richtigen Energiekick. Ja, ich weiß, Äpfel, ja. Aber ne, vielleicht magst du ja noch irgendwas anderes Leckeres an Obst. Banane wäre jetzt nicht so gut, weil eine Banane, wenn man eine Banane isst, die macht einen immer so ein bisschen träge und die hilft dir, ja, um auch dich wieder fit zu machen, aber dann nur, wenn du anschließend auch wieder in Bewegung bist. Okay, also Wasser hast du, was zu trinken hast du, das mach ruhig jedes Mal und wir beginnen. So, wir beginnen mit einem X und fangen erstmal an, eure Gehirnhälften anzuregen und anzuschalten. Die eine Seite der Gehirnhälfte, warum eigentlich? Doofe Frage, ne? Doofe Fragen gibt es ja gar nicht. Aber ihr habt zwei Gehirnhälften und die eine Gehirnhälfte ist dafür da, dass du zum Beispiel für das logische Denken, ne, so Mathe, und die andere Seite ist für die Fantasie da. Wenn du einen Aufsatz schreibst oder ja, wenn du was malst, ne, wenn du kreativ bist. Gut, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Blatt Papier und dann male ein paar Mal, ich habe hier schon was vorbereitet, dann male ein paar Mal mit dem Stift ein ganz, ganz großes X und schau dem X mal ganz bewusst hinterher. Von der linken Seite zur rechten Seite, unten und wieder. Mal es ruhig bunt, weil bunt riecht nochmal ein bisschen mehr deine Fantasie an und dein Gehirn. So, das sieht eigentlich auch total cool aus. Vielleicht kann man das ja hinterher auch noch an die Wand hängen. Nein, Quatsch. So, jetzt malen wir noch einmal hier mit der Farbe. Gut. Wenn du dein X gemalt hast, dann schau noch mal so 3-4 Mal dein X hinterher. Von der einen Seite nach unten. Nur mit den Augen verfolgen, ohne dass du jetzt groß den Kopf bewegen musst. Einfach nur mit den Augen. Stell dich am besten direkt davor und verfolge mit den Augen das X von oben nach unten und wieder von oben nach oben. Gut, ein paar Mal, ohne dass du den Kopf bewegst. Prima. So, der erste Schritt ist gemacht. Es geht weiter. Nimm deinen Mittelfinger und deinen Zeigefinger und klapp die mal zusammen. Ne? Das Zeichen kennt ihr, ich sage das jetzt nicht. Gibt es auch was Leckeres davon? Und dann nimmst du den Daumen. Jetzt legst du den Zeigefinger und den Mittelfinger unter die Nase und ja, so fast auf die Lippen. Und dann den Daumen da drunter und dann fängst du an, die anderen Finger, die klemmst du so ein kleines bisschen ein und dann fängst du an, dich einmal wach zu rubbeln. Leg deine freie Hand einmal unter deinem Bauchnabel und fang auch an, die Hand hin und her zu bewegen. Oh, ich denke, mach das mal ruhig so 30 Sekunden. Wenn du keine Uhr auf hast, 30 Sekunden, dann zählst du einfach im Kopf vielleicht so ein bisschen bis 30 und dann hörst du auf. Okay, gut. Einmal locker lassen, Arme ein bisschen ausschütteln und dann wechselst du die Seite wieder.
Zeigefinger, Mittelfinger und der Daumen nach unten. Die anderen Hände, Finger einklemmen. Die Hand auf den Bauchnabel und dann rubbel dich fit. Gut. Unten den Bauch auch, weiß an der Bauchnabel. Genau, hin und her. Zählst du wieder im Kopf bis 30. Und stopp. Lass die Arme hängen. Mach die Augen einmal zu. Und dann spüre einmal nach, wo du gerade gerubbelt hast, wie sich das anfühlt. Ob sich das ganz kribbelig anfühlt, ob sich das vielleicht ganz warm anfühlt. Ja, guck mal, was du merkst. Okay. Öffne die Augen wieder und wir gehen zur nächsten Übung. Die nächste Übung ist im Sitzen. Du setzt dich einmal auf deinen Stuhl ganz bequem hin. Schlag ein Bein, ist egal welches, komm beide dran, einmal über dein Knie. Dann greifst du dir mit der einen Hand, greifst du dir deine Ferse, also hier die Hacke. Und mit der anderen Hand greifst du dir einmal deine Fußknöchel. Jetzt fängst du an, einmal die Hacke und deinen Fußknöchel ein kleines bisschen zu massieren. Ja, das machst du auch so 30 Sekunden, das reicht dann schon. Oh. Fühlt sich komisch an, wenn man an den Füßen so ein kleines bisschen sich massiert. Ne? Aber wir müssen uns ja am ganzen Körper wach machen. Okay, so, dann wechsle einmal die Seite. Stell erstmal beide Füße nebeneinander. Fühl mal, wie fühlt sich der Fuß an, den du gerade in der Hand gehabt hast. Hast du auch das Gefühl, dass du so ein kleines bisschen tiefer im Boden bist, dass da fast eine Kuhle im Boden ist? Ja, habe ich auch. Und es ist ganz, ganz warm unter meinem Fuß geworden. Jetzt wechselst du die Seite, greifst wieder mit der einen Hand deine Hacke, deine Ferse und mit der anderen Hand deinen Fußknöchel und fängst wieder an, dich zu massieren. So richtig schön. Man darf ruhig was spüren, darf man ruhig ein bisschen doller anfassen. So, jetzt habe ich noch einen Trick für dich. Jetzt atmest du einmal ein und legst deine Zungenspitze unterm Gaumen. Und jetzt atmest du aus und jetzt lässt du die Zunge einfach mal wieder fallen nach unten. Okay, nochmal einatmen, Zunge unterm Gaumen, ausatmen, fallen lassen. Und der Mund, der darf zubleiben. Geht das? Das ist schwer, ne? Okay, nochmal. Okay, stell beide Füße wieder nebeneinander, bleib hier sitzen. Wenn du magst, mach die Augen noch einen Moment zu und spüre einmal nach, wie sich beide Füße anfühlen. Wir haben jetzt gerade bei dem zweiten Fuß, wir haben ein bisschen was verändert, indem wir die Zungenspitze noch dazu genommen haben und ein bisschen die Atmung haben einfließen lassen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Seite jetzt noch ein bisschen besser anfühlt. Kann das sein? Du kannst ja, wenn du möchtest, kannst du ja später den anderen Fuß auch nochmal mit der Atmung und der Zunge durchkneten. Okay. Die nächste Übung, die ich mit euch gerne machen würde, damit ihr noch schneller fertig werdet bei den Hausaufgaben, ist einmal die Ohren einschalten. Du nimmst jetzt wieder den Zeigefinger und den Daumen. Ich muss mal meinen Stirn mal ein bisschen an die Seite nehmen. Dann greifst du dir einmal hier oben deine Ohren und dann fängst du ganz doll an zu rubbeln. So, jetzt rubbelst du deine Ohren von oben nach unten zum Ohrläppchen. Achtung, wenn du Ohrringe hast, ne? Nicht, dass du die dann rausrubbelst und dann nach oben. Ah. Okay. Das geht gut, ne? Aber ich habe jetzt noch was. Schultern bleiben jetzt mal unten. Und jetzt rubbelst du weiter und jetzt drehst du den Kopf einfach mal zur rechten Seite, rubbelst weiter, dann atmest du ein, kommst mit dem Kopf zur Mitte und atmest aus und rubbelst den Kopf zur anderen Seite. Drehst den Kopf zur anderen Seite und rubbelst weiter. Gut, das mach jetzt noch zweimal auf jeder Seite. Du kannst auch langsam rubbeln, du musst nicht so schnell, ne? Ausatmen, einatmen. Ausatmen und ein.
einatmen. Okay, einmal noch, habe ich gesagt, zweimal, ne? Dann machen wir das auch zweimal. Gut. Ich hoffe, du bist gleich richtig, richtig schön wach und aufmerksam. Bleib hier in der Mitte. Ja, du kannst die Ohren jetzt loslassen, einmal die Hände ablegen und dann einfach nur mal nochmal spüren. Was hat es denn gemacht mit deinem dieses Rubbeln an den Ohren? Und meine Ohren, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt große Elefantenohren. Ich glaube, ich kann jetzt viel besser hören, weil ich die so durchgerubbelt habe. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, habe ich jetzt riesen Ohren, so fühlt sich das an. Da kannst du bestimmt gleich ganz, ganz gut hören, wenn du deine Hausaufgaben gesagt bekommst oder deine Aufgaben lösen musst. Okay. Du kannst wieder aufstehen. Dann darfst du dir, wenn du möchtest, wieder einen Stift nehmen. Such dir deine Lieblingsfarbe aus, die du ganz, ganz gerne magst. Und dann nimmst du dir wieder ein Blatt Papier und malst mit deiner Lieblingsfarbe wieder ein paar Achten auf das Blatt Papier. Ich bin immer so ein bisschen schnell. Ich glaube, ich muss ein bisschen langsamer werden. Und dann verfolgst du die Acht und malst sie ein paar Mal in die eine Richtung. Dann nimmst du dir eine neue Farbe und malst die Acht zur anderen Richtung. Stell dir vor, vielleicht ist das ja wie bei einem Autorennen eine große Rennstrecke und du malst die Rennstrecke jetzt nach. Gut. Und ein letztes Mal und stopp. Dann stellst du dich vor deine Acht, die du gemalt hast, hin und malst jetzt mit den Augen fünfmal in die eine Richtung, fünfmal in die andere Richtung. Fang wieder in der Mitte an und es ist egal, ob du erst zur linken Seite oder erst zur rechten Seite gehst. Schau mal. Okay, jetzt die andere Seite. Immer wenn du mal ein bisschen müde bist und merkst, boah, das ist so anstrengend, wenn ich immer auf den Computer gucken muss und immer auf den Bildschirm gucken muss, dann denk dir mal deine Acht. Du musst dir nicht unbedingt eine malen, du kannst sie dir auch einfach denken. Dann setzt du dich hin, stellst dir vor, an deiner Nase ist ein kleiner Pinsel und dann kannst du den ganzen Kopf mitnehmen und nimmst den Kopf einmal zur linken Seite, zur rechten Seite, machst dadurch nicht nur deine Aufmerksamkeit oder wirst dadurch nicht nur aufmerksam, sondern du entspannst auch nochmal deine Nackenmuskulatur. Wenn man die ganze Zeit vorm Schreibtisch sitzt, dann ist das schon ganz schön anstrengend. Okay. So, dann hältst du an. Jetzt nimmst du einmal vielleicht, wow, fühlt sich irgendwie was anderes an. Warum die 8, warum das X? Auch die 8 ist dafür da, um beide Gehirnhälften wieder zu aktivieren, damit du wieder ganz, ganz aufmerksam bist und einmal schneller wieder mit den Hausaufgaben fertig wirst. Jetzt stellst du dich hin vor deinem Schreibtisch oder wo du gerade bist, nimmst ein Bein nach hinten, stellst die Zehenspitze auf und dann streckst du einfach nur mal das Bein durch. Oh, das tut so ein bisschen weh, unten in der Wade, ne? Ja, ich weiß, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich auch erdest, damit du von unten bis oben ins Gehirn deine ganze Energie kriegst. Okay, gut. Dann wechselst du mal die Seite. Ich mach mal einmal so. Kannst du mich auch von vorne sehen, ne? Ganz wichtig ist, dass das Knie und die Ferse nicht so übereinander stehen, also nach vorne, ich zeige dir jetzt nochmal, sondern dass die Ferse, die Wade und das Knie in einer Linie stehen. Das zieht auch ganz schön, ne? Mach das Gerücht noch einmal auf jeder Seite. So. Oh, genau, super. Richtig feste reindrücken, als wenn du jetzt loslaufen würdest. Gut. Wieder die andere Seite. Und stopp. Okay? Aber die Beine auslockern, die Arme ein bisschen auslockern.
So, und zum Schluss lockern wir noch einmal die Muskeln aus. Du nimmst jetzt einmal die Hand, machst sie so ein kleines bisschen hohl und fängst an, hier oben an der Schulter dich auszuklopfen. Das darf ruhig ein bisschen klatschen. Und dann gehst du von der Außenseite nach innen hoch, bleibst hier oben auf der Schulter. Okay, und nochmal. Mach das dreimal auf jeder Seite. Ja, noch einmal. Okay. Boah. Lass die Arme mal hängen. Ha, das fühlt sich ja voll gut an. Die andere Seite möchte das auch. Wieder die Hand ein bisschen hohl machen. An der Schulter anfangen. Und von der Schulter nach unten zur Hand. Hochklopfen. Hier oben darfst du ein bisschen bleiben. Darfst den Kopf auch ein kleines bisschen zur Seite legen. Ja, gut. Und nochmal. Zweite Runde. Klopfen wir uns jetzt mal so richtig wach und aufmerksam. Und stopp. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin schon 2 Meter über dem Boden. Ich schwebe schon. Ich hoffe, du auch. Das Gleiche machen wir jetzt auch einmal mit dem Popo. Dann gehen wir mal nach vorne. Und wir beginnen an der Innenseite des Beines mit beiden Händen. Gehen außen hoch. Super, wir klopfen jetzt unsere ganzen Energiebahnen wach. Uhuhu. Ich glaube, ihr wisst bald gar nicht mehr, mit eurer vielen Freizeit anzufangen. Und die andere Seite. Noch zweimal. Letzte Mal. Jawohl. Und stopp. Puh, einmal kurz stehen bleiben. Einmal kurz ein bisschen nachspüren. Bei mir kribbelt alles. Boah, das fühlt sich richtig gut an. Jetzt noch einmal die Hände so ein kleines bisschen zur Faust nehmen und dann hier oben einmal. Du kannst auch ein Geräusch machen. Ist auch ganz gut. Einatmen und ausatmen. Wie Bärbrummen. Zähl mal bis 10 und dann bist du fertig. Oh. Jetzt noch 5 Mal. Und stopp. Puh. Ja, ich würde sagen, also wenn ihr jetzt nicht fit seid, im Kopf und im Körper, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich hoffe, ihr seid ganz schnell mit euren Hausaufgaben fertig. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch wieder persönlich. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, eure Gabi.